Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Berge unterwegs in unserer Seasons-Variante. Wir sind bereits in Folge 32. Ich habe schon alles wieder an hier sozusagen und wir machen einfach stumpf mit unserer großen Mähaktion weiter. Wir haben uns den ganzen Spaß hier ja gegönnt und wollten hier eine Runde mähen, um hier eine Runde die Ballentechnik dann dementsprechend im Gras auf ins Ziel zu bringen, hätte ich fast gesagt. Alles auf die Vorbereitung hin zu Milchkühe. Das ist das Ziel, was wir jetzt haben. Wir haben gesehen, dass wir zwar eine sehr langsame, aber durchaus funktionierende, vernünftige Molkerei haben, die uns gut Geld bringen kann. Und wenn wir die immer schön stetig versorgen können und zusätzlich vielleicht Milch noch in anderer Form verkaufen können, wäre es noch eine gute Einnahmequelle. Und deswegen, ne, sind wir dabei. So simpel ist es. Ja, was wir in dieser Folge auf jeden Fall neben Gras mähen, ihr seht, wir noch einiges an Gras vor uns machen müssen, ist gucken, was die Molkerei macht. Das hatte ich letztes Mal in der Folge schon angedeutet. Aber wir sollten natürlich eindeutig dann auch dabei sein. Ja, hier ist mal die Geschichte, das mit Überlappen. Ne? Ihr seht immer, der Streifen rechts wird natürlich mal dünner, mal breiter, mal ne? Ganz flächiger. Es wird so stuckelig, wenn ich einen Teil überlappe. Ich will natürlich nicht zu viel überlappen, aber natürlich auch nicht Streifen stehen lassen. Das ist halt so der Punkt. Ne? Das ist so, dass zwei Bahnen werden auf jeden Fall vernünftig gemäht, das seht ihr ja. Aber wie gesagt, durch das Schwadern wird das alles sich eh wieder relativieren. Weil ich werde jetzt natürlich diese ganzen Bahnen jetzt hier nicht mit der Ballenmaschine bearbeiten, sondern natürlich erst dann, wenn wir es geschwadert haben. Dann kann es gut sein, dass wir einen Teil davon zetern. Das müssen wir gleich mal gucken. Weil wir wollen ja auch gleich noch eine Runde Heu machen dadurch. Ein paar Heuballen, dass wir eine Alternative haben, falls wir mal einen Silageengpass haben. Oder am Anfang vielleicht noch gar keine Silage haben, weil ich nicht weiß unter Seasons, wie lange die Silage braucht. Normalerweise ist es ja in-game 6 Stunden und wir müssen natürlich das Ganze auch noch eine Runde verdichten, was wir glaube ich auch noch nicht gemacht haben. Aber das können wir auch gleich zwischendurch mal machen. Wir machen diese Bahn mal zu Ende hier und dann werden wir mal eine Runde gucken. Wir haben ja gesagt, wir lassen das erstmal so und machen die Lage dann gegebenenfalls auch überballen. Das muss man dann erstmal schauen, wie wir es besser handeln können. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf dieser Karte eine Futtermischmaschine gibt. Die Futtermischmaschinen, also die als Fabrik sozusagen, wenn es die hier halt nicht gibt, dann hat man natürlich das Problem, dass man mit einem Futtermischwagen arbeiten muss. Und wenn ja, dann muss man zugestehen, dass der natürlich mit Ballen am einfachsten zu beladen, ne? Muss immer so sagen, weil da ist ja natürlich für Kühe die Verhältnismäßigkeit, dass halt in den normalen Standard 16.000er passen halt 4 Ballen rein. Das ist halt einmal Stroh, einmal Gras, zweimal Silage. Das ist halt die optimale Mischung. Da muss man nicht viel denken und nicht viel gucken, wie viele Literzahlen habe ich. Habe ich ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig drin. Das kann man sich natürlich dann alles sparen. So, ich mache jetzt aber hier den Spaß mal aus. Die Motoren sind jetzt einmal ausgegangen, weil ich den ganzen Spaß direkt ausgeschaltet habe. Wir nehmen jetzt mal den guten Klaas hier. Werden mal vorne hinfahren und werden mal wegen der Verdichtungsgeschichte gucken. Dafür mache ich die Hilfe hier schon mal an. So, da seht ihr selber, zugedeckt ist noch nichts. Jetzt müsst ihr uns eigentlich anzeigen, wie verdichtet es ist. 32%. Wenn wir natürlich jetzt hier schön mit dem Traktor rüberfahren. Ich habe jetzt kein Schild oder sowas, sondern so eine kleine Menge kann man hier mit dem Traktor festfahren. Das ist 50.000 Liter, die jetzt hier, also knapp drüber, die wir jetzt hier machen würden. Ja. Unten sehen wir bei der Hilfe jetzt beim Traktor auch, wie lange er braucht, bis er gewartet werden muss. Ne? 25,2 Motorstunden oder 11 Tage bis Wartungsarbeiten erforderlich sind. Ist aber auch alles okay, so wissen wir auch mal gleich, was Sache ist. Ihr seht, bei so einer kleinen Menge geht das Verdichten relativ schnell, deswegen machen wir es jetzt auch gerade. Dann können wir den Spaß abdecken. Im Normalfall dauert das im Spiel dann
6 Stunden. Ich gehe davon aus, dass es hier etwas länger dauert, was auch nicht das Problem ist, da wir ja eh noch keine Tiere haben. Ne? Und dann fahren wir jetzt erstmal schön rüber. Mit einem Schiebeschild arbeiten lohnt sich hier in dem Sinne auch noch nicht, weil das kann man machen, wenn man hier richtig was drinne hat. Das hier ist ja nachher beim Aufnehmen auch mehr so, als wenn wir Tiere sauber machen würden. Ja, wir sind mal in die 80% schon beim Verdichten. Man sieht selber, wir fahren das noch einmal zurück und einmal wieder hin und dann sind wir eigentlich schon so ziemlich durch. So. Ja, das zeigen wir einmal vorwärts rüber und dann raus und dann sind wir schon durch. Ja, da sind wir schon bei 100% verdichtet. Dann fahren wir hier mal raus. So. Steigen aus. So, und sagen Silo zu Deck. Dann haben wir den Part erledigt, der kann erstmal arbeiten. Und wir haben dann auf jeden Fall erstmal noch eine Silage. So, die Hilfe mache ich mal wieder aus. Wir stellen einfach mal hier vorne wieder hin, weil er wird ja wahrscheinlich die Balltechnik dann machen. Glas mit Glas, ne? So, dann können wir noch mal kurz in der Garage gucken bei uns. So, das gute Stück, was wir hier hatten, was original schon dabei war, war der Schwader. Genau, die Zeta hatten wir nicht. Da könnten wir jetzt mal eine Runde nachgucken noch. So ist es dann auch. Da haben wir Zeta. Da hatten wir aber schon mal nachgeguckt. Hatte ich noch irgendwas Mod-mäßiges reingenommen? Nö, glaube ich nicht. Ist alles okay. Wir sehen einfach, je größer die Meterzahlen, desto teurer wird das Ganze. Das ist der ganze Trick. Ne, machen wir sonst also auch keinen. Ne? Beginnt von 6 Meter über 8,70 Meter durch die Kuhn-Erweiterung zu den beiden, die original dabei sind. Und ja, da müssen wir mal gucken, was wir dann nehmen. Ne? Wahrscheinlich vielleicht die Pöttinger ist die größte und die anderen Sachen sind auch für den Pöttinger. Dann passt das Ganze. Sonst schauen wir einfach mal. Also das wären 27.000, hätten wir jetzt immer noch 40.000 über. Würde also funktionieren. Ach ja, wegen der anderen Ballentechnik fällt mir gerade ein, hatte ich gar nicht so auf die Preise geachtet. So, was hatten wir denn jetzt hier? So, den haben wir ja, ist für eckige Ballen. Die Rundballen-Variante hier ist eine uralte, wie ihr seht. 68 PS. Ne, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist auch mit 6.000 eine Gebraucht-Variante. Und das hier sind die Autostacker-Geschichten. Da muss man halt immer gucken, wie viele man halt nimmt. Ne? Weil ich weiß jetzt nicht, wie er die stapelt. Ich glaube, das sind dann zwei nebeneinander und das ist 10 Ballen, 16 Ballen. Ich weiß es echt nicht genau, muss ich zugestehen. Ja, das ist halt die ganz normalen Sachen. Ne? 3 Punkte, um 2 Rundballen sogar gleichzeitig zu transportieren. Ne? Man muss ja alles mal ausprobieren, so simpel ist es. Aber ich würde sagen, diesen Glas hier, den können wir in dem Sinne schon kaufen. Für Gebrauchtpreis ist das doch top, würde ich sagen. Den kaufen wir einfach mal und packen ihn, lassen ihn mal kurz dort stehen, wo er steht. Dann können wir überlegen, ob wir Rundballen machen wollen oder ob wir eckige machen wollen. So einfach ist es halt. Ne? Die Jungs, die sind halt für die eckigen. Na, die können sie auch wunderbar stapeln dann dementsprechend. Und wenn wir sie dann runternehmen sollten, dann können wir eh reinpieken, weil wir sie gebrauchen. Also das wäre dann soweit eigentlich auch okay. Ja. So, ja, die würden einfach nur das Ganze stapelweise wegpacken. Ja, das muss man sich überlegen, wie wir es dann machen mit den Ballen, wie wir sie dann aufnehmen. Die nehmen so ziemlich jede Ballengeschichte auf. Und wie gesagt, hier haben wir die Möglichkeit, dass es auch gleichzeitig gestapelt wird. Ne? Würde ich sagen, ist einer von den Wagen eindeutig noch interessant. Das fällt direkt davor. Es wird wahrscheinlich sogar der kleinere reichen. Aber da gucken wir mal. So, jetzt gehen wir noch einmal auf die Karte, bevor wir weiter ins Gras gehen. Und gucken noch einmal, was die Molkerei jetzt so angestellt hat. Hier sehen wir schon gute Paletten stehen. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde unser Laufen mal ein bisschen beschleunigen.
mache hier schon mal die Hilfe an, dass wir hier gleich mal sehen, was jetzt hier los ist. So, 5800 Liter Frischmilch sind noch drin. Sind 2000 ungefähr pro Palette. 1166 sind drauf auf eine Palette und wir haben zwei voll hier stehen. Das sind also über 5000 jeweils. Zusammen 10.000 Liter. Da wollen wir nochmal gucken. Im Preispart, wie es jetzt so aussieht. Da sind wir nicht. Das ist, glaube ich, Saft. So, hier ist Käse und Milch. Also Milch sieht gut aus. Im Kühlhaus und der Käse nicht ganz so. Obwohl der Preis für den Käse natürlich noch erheblich höher ist wie bei allen anderen Orten. Wir sehen hier gerade, die Preise steigen, aber man sieht, wie weit die Sachen weg sind. Ich glaube, wir könnten sogar hier gute Kohle machen damit. Wenn man bedenkt, dass wir halt über 10.000 Liter an Bord haben und auch noch produzieren. Wenn wir den Mischpreis hier rausrechnen und sehen, dass wir ein bisschen mehr haben wie jeweils 5.000 Liter, kriegen wir 140.000 zusammen. Entschuldigung, dadurch können wir natürlich die andere Ballentechnik ganz locker uns gönnen. Ne? So simpel ist es. Ich glaube, dann lassen wir ihn mal einen kleinen Moment hier warten. Und schnappen uns mal ganz kurz den Part und machen jetzt Geld. Wir würden natürlich wahrscheinlich den Käse normal jetzt nicht verkaufen, aber da wir jetzt am Anfang möglichst schnell an Kohle kommen wollen. Und das eine Tour ist sozusagen. Werden wir da jetzt mal eine Runde den Spaß verkaufen. So einfach ist es. Dann haben wir noch ein bisschen Reserve für unsere Ballentechnik. Außerdem, Entschuldigung, ist die Produktion ja auch noch nicht durch, ne? So simpel ist es. Wir sind ja noch dabei. So. Da sind wir unterwegs. Ja, die Molkerei ist schräg gegenüber von der Soja-Geschichte, das weiß ich noch. Da vorne steht unser MB-Truck, der will noch die 4 hier düngen, aber sorry, die ist noch nicht so weit. Ich weiß auch nicht, warum sich meine Stimme gerade ein bisschen belegt, aber irgendwie tut sie es, keiner weiß warum. So, wollen wir fixen. Ja, mit dem könnten wir natürlich auch die Ballen aufnehmen. Und dann sollten wir sie auch einfach direkt links und rechts, so wie sie drauf gestapelt sind, stellen wir sie dann auch weg. Das geht natürlich gut, wenn wir jetzt einmal nur in jeder Halle einmal links, einmal rechts einen Stapel hin machen würden. Dann könnte man das problemlos damit machen. Mit dem anderen kann man es natürlich platzgenau hinstapeln. Was natürlich auch eine schöne Geschichte ist. Ne? So, da sehen wir unsere gute Maschine schon. Ne? Da sitzt sie. So, da unten sehen wir die Molkerei schon. Das ist zum Glück auch schön einfach. So. Jetzt wissen wir, dass wir von hier aus auch direkt gleich eine Einfahrt haben. Und wir wissen, dass wir rechts rum müssen. Das hat auch schon mal was, oder? So, können wir gleich schon drauf fahren. So, gucken mal. Arbeitsmodus anschalten, ist das U, tun wir. Mache ich die Hilfe erstmal wieder raus. So, fahren wir schön dicht dran vorbei. Vorbei, nicht rein. So, U, den Arbeitsmodus wieder aus. Und jetzt muss ich mir erstmal gucken, wo der Weg zum Kühlhaus ist. Ja, ich gestehe zu, so oft haben wir es natürlich noch nicht gemacht. Ich war erst einmal beim Kühlhaus. Ich weiß nur, dass das hier irgendwo ist. Da. So, Marker setzen. Den gucken wir nochmal da hinten. So, dann fahre ich diesmal mal hier schön die Hauptstraße lang und dann schauen wir mal. Ja, hier geht es wieder der Bergauf-Part, so war es auch. Oh, hier geht es jetzt, ja. Okay. Hier sind die Straßen enger, aber ich sehe jetzt zum Glück auch keinen Verkehr. Dann geht das und diesmal können wir schön hier eine Runde mit Schwung drauf fahren.
Stadt und sowas habe ich mir auch noch nicht genauer angeguckt, muss ich sagen. Sieht aber alles schon mal ganz nett aus. So, ich würde jetzt mal nicht die kleinen Wege hier weiterfahren, sondern eher die großen, weil wir müssen eh hier aufs Gelände. Nicht täuscht, weil hier ist das Kühlhaus schon. So. Da ist auch ein Verkaufsfeld. Sieht wenigstens aus wie ein Verkaufsfeld. Ich hoffe, dass es auch so ist. Abladeseite. So. Das Ende vom Verkaufsfeld leider nicht gesehen. Farbe passt immer so, dass es mal gerade so drauf passt hier. So, Z ist abladen. Ja, und jetzt sehen wir das Ganze auch schon runter tickern. Und während das jetzt Ganze runter tickert, ist die Folge auch leider schon zu Ende. Also werden wir das Ergebnis in der nächsten Folge sehen. Oder jetzt gleich am Ende noch. Schauen wir mal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich auch super. Und ja, wir sehen hier den Spaß noch im Runterzählen. Gucken, ob wir die Sekunden noch im Abwarten. Ich würde sagen, wir sind so freundlich und schauen noch mal, was kommt denn hier tatsächlich bei raus. Weil, wie ihr seht, ist das ordentlich Geld. Und dann können wir beim nächsten Mal tatsächlich dann uns mal um Zeta und auch um Mordio kümmern. Nein, um Zeta kümmern und um auch die eckige Ballentechnik zum Stapeln. So simpel ist das Ganze. Ja, da ist es hingegangen. 143.000 haben wir eingenommen. Also saubere, super Einnahme. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.